Speed Most Wanted. Und in der letzten Folge haben wir das Drag Race beendet. Und eigentlich, was mir gerade mal einfällt, wollte ich in dieser, in dieser Folge noch eben ein bisschen den Wagen tunen. Oder habe ich das schon gemacht? Habe ich das schon? Ich weiß es gerade nicht. Nee, habe ich bestimmt noch nicht. Wir haben ja gerade erst das Ding abgeschlossen, oder? Ich meine, wir wollten zum Tuning-Monster, zum Tuning-Shop fahren. Und unser kleines Monster-Tune. Ich hoffe mal, ich liege jetzt nicht falsch. Ich muss heute ein bisschen den Sound auf meinem Ohr leiser machen. Das finde ich richtig geil an diesem Headset. Ach, was soll's. Wir fahren erstmal eine Runde drin. Ja, man darf sich auch mal kurz vor sich entscheiden. So sehe ich das zumindest. Und man hört wieder, mir hängt wieder mal ein ganz kleiner Frosch im Hals. Warum auch immer dieser Frosch immer kommt. Der möchte wohl dabei sein, wenn ich die Aufnahmen starte. Oh mein Gott. Ich liebe Hanagekurven. Ich liebe sie wie die Pest. Auf jeden Fall. Man kann mal überlegen, welchen Tag wir heute haben bei euch. Mir fällt jetzt gerade eh nicht ein. Weil, wie gesagt, ich habe das meistens eh nicht auf dem Plan. Aber ihr habt zumindest mittlerweile, wenn ich mich nicht ganz irre, Scheiße, habt ihr den dritten Spieltag der Bundesliga mitbekommen. Und ich durfte leider nicht dabei sein. Zu Hause gegen Gladbach. Was eigentlich immer wieder ein schönes Spiel ist. Und ich hoffe mal, dass bis da auch ich hasse nicht darunter springen. Das ist auch so gut. Oh mein Gott. Ist auch so geblieben und wir haben natürlich, oh mein Gott, ich sag jetzt recht, nach 20 Mal. Und wir haben hoffentlich unseren dritten Sieg eingefahren, also ich hoffe mal, wir haben auch gegen Stuttgart gewonnen. Und ja, ich bin gerade mal überlegen, wer spielt denn, wer hat denn alles mittlerweile gespielt? Dortmund hat das erste Mal zu Hause gespielt. Gegen Braunschweig. Wie gesagt, das Ergebnis kenne ich nicht, weil ich aufnehme. Oder das Spiel noch nicht gelaufen ist. Leider. Und gegen wen haben denn die Bayern gespielt? Müsste ich jetzt lügen. Ich weiß es nicht. Aber macht ja auch nicht, würde ich mal so sagen. Echt? Nee. Ach doch, gegen Frankfurt haben wir am zweiten Spieltag gespielt. Genau. Wo ja jeder schon mal darauf wetten konnte, dass Bayern mindestens mit 4 Toren Abstand gewinnt oder so. Wobei man Frankfurt natürlich da nicht unterschätzen darf. Das erste Spiel gegen Hertha ist so. Ja. Ja. Keine Ahnung, wie man das sagen soll, aber es war so vielleicht ein Testspiel für Frankfurt. Auf jeden Fall das 6-1 war. Sehr super. Ja. Nee. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn er. Nee, schade. Schade. Die Folge kommt nicht raus, bevor das Spiel ist. Ja. Sonst hättet ihr nämlich wahrscheinlich relativ gut Geld machen können, indem wir halt auf Bayern München setzen. Mit einem Handicap von 2. Wird nicht verkehrt sein. Entschuldigung. Jetzt werde ich vor dem Urlaub auch noch krank. Irgendwie ist das nicht meine Woche. Aber okay. Ja, also ich würde zumindest wetten, Bayern München Handicap von plus 2 Sieg München. Ich weiß gar nicht, was für eine Quote haben. Wahrscheinlich eine Quote von 1-5 oder sowas. Aber ich darf hier ja niemanden zum Wetten animieren, weil könnt ja Minderjährige Menschen zugucken. Oh, von daher lassen wir das Thema dann auch jetzt direkt mal links liegen. Mal kurz was angeschnitten und direkt wieder entfernen. Was kann man noch erzählen über die Woche, die gelaufen ist? Ja, bei Deutschland haben wir, glaube ich, schon in den letzten Folgen genug diskutiert. Über den ersten Bundesligaspieltag kann man. Du weißt, wer dran ist.
Anscheinend sind die Rennen geplatzt, bevor sie überhaupt angefangen haben. Da wimmelt's von Cops. Und der Letzte, der da durchgekommen ist, bist du? Ich bin nicht der Einzige, der das seltsam findet. Pass auf, dass dir nichts passiert. Was für Rennen? Was labert der? Bitte? Was ein Spack. So, haben wir noch Rennen in der Nähe? Nee. Ja, doch. Ja, komm, ab zum Rundkurs. Achtung, Küstenbezirk. Ihr bekommt gleich die Daten eines gesuchten Verdächtigen auf euren Schirm. Fahrzeug wurde soeben gesichtet in westlicher Richtung. In westlicher Richtung auf dem Canary Way. Einheiten bitte melden. Wo ich bin, die Schweine. Ja, ich weiß, wir wollten zum Tuning-Job, aber irgendwie fühle ich mich da gerade nicht zu motiviert. Okay, doch. Wir fühlen uns motiviert, weil das ist halt nicht. Da shit happened sich dann drauf, mal eben kurz. GPS-Verbindung verloren. Also mein Navi rechnet mir dann eine andere Route aus. Das scheiß Ding macht erstmal. Nee, ich hab keine Lust. Haben wir was Neues? Nee, anscheinend nicht, wa? Da haben wir Ultimate auf 3. Nö, also wir haben nichts Neues bekommen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, wir können direkt zu unserem nächsten Gegner fahren. Das ist zum Rundkurs. Rundkurs muss das sein, ne? Und ja, ich bin gerade überlegen, ob ich nicht mein Mitsubishi verkaufe, um mir dann noch ein neues Auto zu legen. Weißt du, dann machst du dein Auto giftgrün und schon sind alle anderen Autos auch giftgrün. Ihr seid scheiße. So, was sind jetzt auf einmal? Also ich komme auf meine Lackierung nicht mehr klar. Mal habe ich lila, mal habe ich rot, mal habe ich schwarz, mal habe ich... Da ist der Geier. Abgezogen. Sehr schön gedriftet, aber irgendwie falsch. Ich hasse den Kurs. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja, ne? Kurse dauern einfach viel zu lang. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aua. Ich hoffe. Nein. Ja, meine Stimme macht gerade wieder, was sie will. Aber das kennen wir ja mittlerweile von meiner Stimme. Die macht ja eh mal gerne, was sie will. Tja, Abkürzungsfail, mein Freund. Oh. Mal diese Kurvenstrecken könnt ihr euch nicht irgendwie mal einfach nur so ein ovales Ei ausdenken oder so. So Nesca-mäßig. Wäre doch auch mal cool. Was ich nicht verstehe. Die kleine Drecksau. Die kleine Sau. Was ich nicht verstehe, du hast hier teilweise wirklich Bossgegner, die sind leichter als die normalen Gegner. Eine Sache, die ich nicht verstehe. Das ist eine kleine Sau, eine verkackten Abkürzung. Gibst du weg, Container? Vielen Dank. Oh. Ah. Ja. Und ich bin momentan am überlegen, ob ich mir Formel 1 2013 holen soll. Ist gerade, oder ich würde es halt für 25 Euro kriegen. Original Steam. Und das ist eigentlich schon die Überlegung wert, weil. Pre-Order-Spiele lohnen sich meistens wirklich. Aber. Ah, oh, das gibt's nicht. So, liebe Leute, jetzt glaube ich, muss ich mich mal konzentrieren, sonst wird das hier nichts. Jetzt kriege ich hier gleich mal richtig schön derbe aufs Maul. Komm, komm, mach, komm. Zieh doch den Arsch ein, du will Kuh. Ich rede jetzt mit dem Auto, ne? Ich hab meinen Erfolg. Na, Scherz. Ja, wie gesagt, es ist gerade bei mir eine Überlegung, ob ich mir vielleicht pre-ordern soll
wird dann rauskommen am 6. Oktober, wenn ich mich nicht kenne, oder? Und ja, das Problem ist einfach nur, dass die Formel 1 schon gestartet ist. Was ich halt ein bisschen schade finde, weil ich würde halt gerne die Rennen original mit der Formel 1 fahren. Das heißt, dann würde jedes Wochenende eine Folge rauskommen. Kurzes Pony. Ach komm schon. Näher drücken. Das war's dann, glaube ich, mit dem Rennen. Weil der Wagen einfach lieber driftet, als statt zu gehorchen. Ja, hätte ich gerne, wie gesagt, eben müssen jedes Wochenende eventuell sogar zwei Folgen einmal qualifying. Das gibt es nicht. Warum? Komm so rum, na du Karre! Mann, ey! Immer wenn ich das sage, immer wenn ich qualifying sage, wenn die Karre anzudriften. Ein kurzes Qualifying oder halt direkt vor dem Rennen, kleines Qualifying. Das ist, dauert jetzt auch nicht die Welt. Und ja. Aber dafür kommt mir das Spiel einfach viel zu spät. Weil wir haben jetzt Halbzeit der Formel 1. Bis das Spiel draußen ist, haben wir schon wieder ein bisschen weiter. Und die Frage ist, ob sich das dann noch lohnt. Und zwar bitte aufhören, so viel Gas zu geben. Ich verliere das schon. Ey, ich kann halt die Karre fliegen einfach. Die fliegt einfach. Das müsste ich eigentlich jede Abkürzung hundertprozentig perfekt nehmen. Aber das ist unbelievable. Die Karre, die rutscht. Und dann fährt die einfach nur straight geradeaus. Das ist. Ich hasse die Karre. Ja, wir sind in der vorletzten Runde. Wir haben ein mehr oder weniger. Alter, das gibt es nicht. Du kommst voll in die Eisen. Die Karre interessiert das nicht. Die schießt so dermaßen einfach geradeaus. Mann. Ja, auf jeden Fall bin ich deswegen am Überlegen, ob ich es mir halt hole. Und der Online-Modus, der ist jetzt für mich dann auch nicht so ansprechend, dass ich sagen könnte, alles klar, der könnte zum Beispiel jetzt Grid ebenbürtig werden. Ist es dann aber für mich dann leider doch nicht so irgendwie, weil dafür sind die Rennen dann teilweise nicht wieder zu lang. Ja, natürlich kannst du dir aussuchen, wie viele Runden du fahren willst. Aber das ist dann auf Dauer, glaube ich, so. Also um ein vernünftiges Formel 1 Rennen zu fahren, musst du dann schon 6, 7, 8, 9, 10 Runden fahren, bis du nur 3. Weil bei 3 hast du nichts davon. Weil 3 Runden, die sind so schnell weg. Da blinzelst du einmal und dann ist das auch schon vorbei. Ja, die Frage ist, wie weit bist du jetzt voraus? Lohnt sich das noch oder kann ich hier kämpfen? Kann ich kämpfen? Wie macht die Stadt noch kämpfen? Aber der ist, Alter, der ist noch weiter weggefahren. Das gibt's nicht. Ja, jetzt dürfte die Karawane wieder. Okay, er ist doch nicht wirklich weggefahren, aber ich bin auch nicht wirklich näher reingekommen. Das heißt, cancel it. Das wird eine längere Folge, meine Freunde. Das kann ich jetzt schon versprechen, es sei denn, ich habe nach zwei Runden wieder so einen dermaßen Rückstand, dass ich das dann für mich will. Was du kannst, kann ich schon lange. Nein. Oh, er hat mal wieder perfekt rumgekommen. Alter, erstmal anschieben, erstmal angeschoben werden. Mein Gott, ist ja gut jetzt, oder? Meint er nicht? Ich ärgere mich ja auch gerne, ich ärgere auch gerne andere, aber so extrem muss das sein. Komm rum. Ah! Ich fress das Spiel. Ich fress dieses Auto. So, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir die Abkürzung kriegen. Erstmal hier die Linkskurve gleich kriegen. Sehr schön mal gut bekommen. Und ja, wir haben halt 4 Runden vor uns und eine Runde dauert ungefähr 2 Minuten.
Dann könnt ihr euch jetzt schon mal ausrechnen, dass wir noch 7 Minuten vor uns haben. Das wird lang. Alles klar, hier rein. Ja, die Abkürzung muss man nehmen, sonst hat man das verloren. Und dann darf man die Abkürzung auch nicht so verkacken wie ich jetzt. Ah, okay. Oh, wir haben es schon geschafft. Die können jetzt nicht fahren. Weil das vorhin, das war. Ja. Ich hätte auch viel lieber früher zurückgesetzt, aber ich habe einfach die R-Taste die ganze Zeit geklopft. Da ist nichts passiert. Ja, nichts passiert. Und der Kerl hinter mir fährt volles Risiko. So, Runde 1 ist gleich vorbei. Und die war mal länger als 2 Minuten. Wir haben auch gerade, glaube ich, die schnellste Runde mit 2 Minuten 2 oder so. Am Start ist das natürlich immer ein bisschen länger, weil man halt aus dem Stehen startet. Jetzt fährst du halt schon mit 200 km/h auf die Start- und Zielgerade. Und was sich von allein erklärt, warum die Rundenzeiten besser werden. Und der Kerl hinter mir, der fährt wirklich volles Risiko. Früh vom Gas auf die Mai. Fährst du bitte weg, ich muss da rüber, fährst du vielen Dank. Bumm, Vollgas. Muss halt nicht jede Abkürzung nehmen, aber bremsen muss ich sowieso, schneller geht's mit rein. Auf jeden Fall müssen wir uns hier, es ist, keine Ahnung, also es ist voll Concentration, weißt du, die Karre, die ist so overpowered. Und du musst dich trotzdem noch hundertprozentig konzentrieren bei der Sache. Was halt dann auch wirklich teilweise aufs Gelaber zurückschlägt. Dass ich dann teilweise echt die Fresse halten muss. Sonst fahren wir hier in den nächsten zwei. Ach du Kacke, Abkürzung. Komm, jetzt haben wir ein Problem. Also, jetzt haben wir ein Problem. Ja, voll was reingeballert. Springen wir mal kurz. Nicht wegdriften. So, und jetzt heißt es Arsch zusammenkneifen. Und gucken, was wir den Sack gerade kriegen. Ach. Wird ja immer besser. Okay, sind wieder dran. Sind wieder dran. Das ist okay. Das ist. Noch ist nichts verloren. Darum muss man sich voll konzentrieren, weil wenn du die Abkürzung nicht kriegst, verlierst du 2, 3, 4 Sekunden vielleicht. Und das kann dich am Ende dann wieder den Sieg kosten. Und wenn es dich den Sieg kostet, kostet mich das wieder einen Haufen an Game Time. Oder euch vor allem. Hallo. Alter, Alter. Hallo. Gehst du bitte weg, Sonne? Oh, meine Güte. Sonne. Genau, weißt du. Ach komm. Tja, jetzt heißt es sowieso Abkürzung. Meine Güte, das gibt's nicht. Glück gehabt, der hatte auch 2-3 kleine Probleme. Mal gucken, was schneller ist. Abkürzung oder außenrum. Tja, das ist jetzt nicht so wirklich beantwortet worden. Die Abkürzung kann natürlich gut sein, muss aber nicht. Aber du musst so oder so vom Gas runter. Das ist wieder direkt neben, ne? Ne, es hängt. Boah, jetzt geht's Gas. Jetzt heißt es. Voll konzentrieren, bitte. Weil der ist hängen geblieben irgendwo. Aber die Karre. Die zwei kommen direkt wieder mit Vollspeed. So, hier kommt die Abkürzung. Direkt mitnehmen, sehr gut. Und wir sind 8,5 Sekunden Vorsprung. Nicht ins. Nee, jetzt bitte nicht wieder querstehen. Bitte nicht. Jawohl. So, vorletzte Runde fast gemeistert. Und das mehr oder weniger perfekt. Mehr, mal weniger. Oh Mann. Ohne Spaß. Mein Herz schlägt mir gerade wieder bis zum Hals. Volle Konzentration. Ja, liebe Leute, und ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. Mein Auto steht beim Aufbereiter.
würde ich jedem empfehlen, zumindest einmal im Jahr den Wagen mal eben aufbereiten lassen. Zumindest aufpolieren. Innenreinigung muss ja nicht sein, es sei denn, ihr habt euch die Sitze so extrem versaut, dann würde ich die Innenreinigung auch mitnehmen. Ansonsten halt nur schön außen aufpolieren lassen. Gut, tut dem Lack gut, ich mache das meistens einmal vor dem Winter. Einmal im Jahr. Und jetzt mache ich es halt nur, weil ich in letzter Zeit relativ viele Fliegen mitgenommen habe. Und meine Front ist ja komplett foliert in Silber, weil der Wagen ja auch wählbar ist und das ist halt als Steinschlagschutz gedacht. Es gibt ja auch Leute, die mit diesem komischen Haubenbra rumfahren, oder ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch sowas anschaut. Ich weiß es nicht. Man kauft sich ein GTI und anstatt dann mal nur wirklich eine Folie über die Schnauze ziehen zu lassen, kauft man sich so ein Haubenbra, damit man ja keinen Steinschlag auf die Haube bekommt. Naja. Dass der Müll so richtig hässlich aussieht. Könnte ich wieder nicht bekommen. Zu viel gelabert. Aber 10 Sekunden vor schon darf man sich das mal leisten. Mal gucken, ob wir nicht gegen einen aufspielen. Ja, und es muss auch mal wieder mit Kunststoffpolitur aufgepeppt werden, meine Motorhaube. Von daher lasse ich ihn halt jetzt immer aufbereiten und nicht am Ende des Jahres. Das fällt dann am Ende des Jahres weg. Und fahre ich halt mit einem schönen, gewachsenen, polierten Auto zur Hochzeit. Macht natürlich auch jeden Eindruck. Und so soll es besser sein. So, wir sind endlich auf Start und Ziel angekommen. Diese Folge war dann etwas länger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens hoffentlich morgen wieder. Ciao.